Ich wollte noch weiter ein bisschen über deinen Werdegang quatschen. Dann war dieses okay. Padawan-Ding. Da sind wir immer noch. Wir sind beim Alter, Padawan-Ding, dann geht's aber weiter. Auf? 35 Hä? Minuten sind wir schon. Boah, ey, Alter, wir sind beim ersten Step gerade mal. Aber da kannst du so 7 Minuten abziehen. Ja, wow. Weil wir noch Sound getestet haben. Macht nix. Zwischendurch, dann kam irgendwann die Vlogger-Kalussi. Yes, sir. Dann hast du richtig einen abgevloggt. Ja. Welche Zeit war das etwa? 2016? Ja, circa nach 2016 muss ich damit angefangen haben. Boah, krass, das ist auch gar nicht so lang her. Das sind eigentlich 7 Jahre. Eigentlich nicht. Das ist nichts. Da warst du zarte 23, Toni. Süß, was ne? macht das mit dir? Nix. Ich bin froh, dass ich nicht mehr zarte 23 bin. Hast du eigentlich irgendwas vor YouTube, hast du was gelernt oder studiert oder so? Nee, also ich habe ein Jahr Kunstgeschichte studiert, aber habe es dann abgebrochen, weil ich keinen Bock aufs Studium hatte. Ich wollte rumsitzen, Mann. Das hatte ich doch schon 13 Jahre. Ich kann nicht mehr. Ja, irgendwer ich. Steht an der Tafel, labert mir irgendwas voll. Mann, es nervt. Ja, fühle ich. Und dann wollte ich ja arbeiten. Dann habe ich ein Jahr lang in einer... so ein Konzerthaus gearbeitet in Düsseldorf, wo wir so Konzerte und Lesungen und sowas, so habe ich mit denen geplant und ein bisschen so das Marketing da gelernt. Dann habe ich währenddessen aber schon meinen YouTube-Kanal gegründet und aber das muss man auch beachten, ne? Ich habe echt, ich glaube, 6 Jahre YouTube gemacht, bevor ich damit selbstständig gegangen bin. Also das ist auch nicht Ach, so, ehrlich? Dass ich, ja, ich glaube 4-5 Jahre habe ich gebraucht, um dann den Schritt zu gehen, dass ich sage, jetzt mache ich selbstständig. Vorher habe ich immer noch Jobs gehabt währenddessen und immer gearbeitet, die ganze Zeit. Hast das ging ja. nicht. Damals war es auch noch anders mit diesen ja, Placements und so gab es nicht. Das war nur YouTube-Money, das man da kam denn das ganze Placement-Ding? Das erste, was ich mitbekommen habe. So Bibi Dagi und so haben das erste ja, gemacht, ja, stimmt. Ich. Das war tatsächlich Beauty-Szene so mostly, ja, ne? Ja, ich glaube schon, dass die das so eingeführt haben ein bisschen in Deutschland. Aber ich könnte es zeitlich gar nicht einsortieren, wo dieses Placement-Ding so richtige Rolle gespielt hat. Nee, ich auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, es war so 16, 17 auch erst, so dass das so richtig angekommen ist. Eigentlich ja, ne? Ja. Jetzt ist es quasi nicht mehr wegzudenken. Jetzt du musst es eigentlich nicht einkalkulieren. Ja, eben. Full. Das hat die ganzen Leute erst richtig reich gemacht eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also durch überlegst? YouTube-Einnahmen haben einige auch schon einiges verdient, aber andere halt gar nicht. Das ist ja auch total unfair. Das ist ja vom Kanal zu Kanal komplett unterschiedlich, was da bezahlt wird. Und ich hatte ja nie so Gaming oder Beauty, da hast du immer die spezifische Werbung bekommen, die hat dann auch mehr Geld ausgeschüttet und ich hatte ja so Lifestyle-Nix-Vlog-Kanal, da habe ich so random Werbung bekommen, ich habe 1 € CPM oder sowas gehabt, während andere so 9 € pro 1000 Klicks verdient haben. Ja. Das war krass einfach, so, das war übelst unfair. Aber irgendwann nach dann ein paar Jahren war ich zwischen 2 Jobs, habe einen Job gewechselt und hatte dann 3 Monate Zeit und habe gesagt, in den 3 Monaten, ich mache jetzt einfach so Casey Neistat-mäßig Daily Vlogs, so jeden Tag ein Video über irgendetwas. Und das habe ich dann. Würdest du sagen, er war dein Vorbild so ein bisschen? Also, er war ja für viele Vlogger ein Vorreiter. Ja, auf jeden Fall. Voll inspirierend. Mhm. Also, dadurch, dass man gesehen hat, wie er es macht und dass er es macht und dass es machbar ist, hat man selber das Gefühl bekommen, ich kann das auch schaffen. Ich kann jeden Tag ein Video machen. Er kann das, ich kann das auch. Das hat mir voll Energie gegeben. Das war ja auch der Casey Neistat-Style war ja auch irgendwie so voll die Revolution in der Vlogger-Szene, ja, weil es so total unorthodox war. Ja, ja, genau. Und diese Cuts, und das haben viele von uns übernommen. Ich glaube, so Dena war auch inspiriert von ihm. So. Ich glaube, wenn man jemanden nehmen kann, so aus der deutschen Szene, der sich sehr krass inspiriert hat und auch sehr diesen Film gefahren hat, dann war es wahrscheinlich ein Felix. Übrigens kann ich schon bestätigen, auch demnächst in der Corner. Felix schon abgequatscht, vielleicht, das wird geil. Ich hoffe, dass wir es so hinkriegen, fliege ich sogar nach Malle dafür. Boah, wow, das wäre geil. Er hat in seinem sich jetzt neuen ein Haus, Haus auf Malle geholt. Ja, boah, was für eine geile Geschichte auch eigentlich, oder? Mega. Einfach ein Haus auf Mallorca, geil, fährt seine Rennen, hat seine tolle Freundin, so nice. Ey, vor allem für mich war Felix so verrückt, weil Felix und ich aus derselben Stadt kommen. So, oh, wir kommen beide aus Lübeck, relativ kleine Stadt an der Ostsee. Und er war damals schon immer so... Oh ja, das ist der Typ aus unserer Hood, der es halt irgendwie geschafft hat, diesen ganzen Social Media Ding. Da gab es doch noch Jona, der hat bei der Longboard-Tour mitgefahren ist. So, Jona studiert mittlerweile in Hamburg, so, der macht so sein Ding. Geil. Und verrückterweise, das ist auch weird, das so über sich selbst zu sagen, aber ich war da der Nächste, der sich eingereiht hat. Ja. Ich war die Nummer 3 aus Lübeck, der irgendwie so den Representer-Film gefahren hat. So, nice. Das ist aber auch wirklich in einem dünnen Zeitabstand. Sonst gab es nicht viele Leute aus Lübeck. Jetzt aktuell gibt es noch einen Streamer, ne, der durch diese ganze GTA-Roleplay-Sache hochgekommen ist. Liebe Grüße, Burak Breitenberg.
Der ist auch aus Lübeck, ah, aber sonst war echt tote Hose bei uns. Ja. Das ist auch der Grund, aber dass ich nicht rausgegangen bin. Schon viel. Bei mir, ich komme aus Neuss ursprünglich und da gab es niemanden. Aus Neuss? Kommen die Wollnis nicht aus Neuss? Die Wollnis kommen auch aus Neuss, richtig. Hast du mal gesehen? Ja, die sieht man ab und zu mal. Und eine von denen hat man bei meiner Mama, meine Mama ist Erzieherin und sie hat bei ihr mal ein Praktikum gemacht für 2 Wochen. Ach, so was? Als Erzieherin. Die Wollnis. Die Wollnis, ja, die sieht man da. Ja. Aus Neuss. Wen gibt es denn noch aus Neuss? Ja, niemand. Maxim Neuss gibt es noch. Der hat, stimmt! Ja, der hat. Was macht der denn? Der ist auf Twitch, auf TikTok immer live. Ich sehe den jeden Tag auf TikTok live. Maxim Neuss. Der läuft rum und macht Musik. Ich bin Max und komme aus Neuss. Das war ja, so eine Anmod. Maxim ja, Neuss. Ja, ja. Der hat doch bei diesem, warst du bei diesem Artikel, was war das, Artikel 13? Stimmt, Demos, da hat er den Song gemacht. Wir sind keine Boss. Ja, ja, ja. Oh, hart. Ja, Max genau, der kommt aus Neuss. Und ansonsten gibt es die Wollnis und mich. Das ist auch eine starke Riege. Die Neusser Front, die ist krass represented, ja, Alter. Ihr habt krasse Leute bei euch. Neuss, aber sonst könnte ich, also ich könnte jetzt ad hoc auch nicht mal sagen, wo genau Neuss liegt. Zwischen Düsseldorf und, also bei Düsseldorf auf der anderen Seite einfach vom Rhein. Düsseldorf. Düsseldorf ist so 30 Minuten von Düsseldorf hier. Auch eine Schelsig? Ja, das ist dann Neuss. Das ist richtig so getrennt. Auf der einen Seite ist Neuss, auf der anderen Seite Düsseldorf. Ich bin noch nicht so lange in diesem NRW-Game drin. Ja. Es ist Düsseldorf ist eine tolle Stadt. Da würdest du dich bestimmt auch wohlfühlen. Da musst du mal besuchen gehen. Ich habe immer gesagt, ja, ich war einmal in Düsseldorf, habe so ein bisschen angeguckt. Ich war noch nicht an der Kö. Ist es die Kö? Da war ich noch nicht. Mhm. Ja, da kannst du mal spazieren gehen und ja. Dann am Rhein entlang. Ist sehr schön. Ja. Jodi, wir gehen mal spazieren cool, an der Kö. Cool, gehen wir mal in die Altstadt. Gehen wir mal da ein Bierchen saufen, ein Altbier. Kein Kölsch, sondern ein gutes Alt. Ich trinke ja kein Alkohol, Jodi. Ach so, dann trinken wir ein alkoholfreies Alt. Nee, das schmeckt dann nicht. Dann, ich trinke Wasser. Wir trinken Wasser. Ich trinke Wasser. Ja, Wasser ist das Beste. Ich liebe Wasser. Wasser ist eine super Sache. Ne? Hast du ja auch in deinem Santiano-Becher. Ja. Sehr gut, sehr wichtig. Also, das machen wir mal in Düsseldorf. Cool, und machen wir. Gerade bei dem Wetter immer sehr viel Wasser trinken, Freunde. Richtig. Nee, dann ging es weiter mit deiner Vloggerzeit. Ja. Wir haben uns kennengelernt 2017. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angegriffen, weil mir war es ein bisschen, unangenehm zuerst. Deswegen, ich wollte es vorher so abgeklärt haben. Weil wir haben uns damals getroffen, oder beziehungsweise, was heißt getroffen? Das war ja nicht beabsichtigt unbedingt. Mhm. Ich war bei Simon in seinem Streaminghaus in Hamburg. Yes. Da ist er gerade ins Streaminghaus rein. Und du warst mit deinem Ex-Freund damals zu Besuch. Genau. Und da hatte ich so, ich kannte dich so und ich war so, oh, Alter, Jodi, die ist cool, so, die ist voll cool. Ich freue mich voll, dass sie da ist. Und das ist ein richtiger Scheißtag. Ja, was habe ich denn gemacht? Kannst du dich erinnern? Du kannst dich an so viel erinnern. Aber ja, was habe ich gemacht? Also du, ja, das war einfach motzig bestimmt. Ja, so motzig. Du weißt, wie du da standest? Ja. So war ich auch lange Zeit so standest voll du da. Voll doof, voll blöd, und voll es ist schlimm. So, und das ist für mich so ein Moment gewesen. Und das ist sowieso diese, erstmal hat man ja einen Grundeindruck als Außenzuschauer von der ganzen Szene. Und es ist, ich nenne es mal so, die rosarote Brille. So, man denkt sich, boah, es ist alles, die haben alles viel Spaß, alles so geil. Mittlerweile weiß man, okay, es ist geil, aber es ist auch pure Business. So, viel pure Business. Oder es ist viel, es ist strenger oder härter, als man sich das so von außen vorstellt. Ja, es passiert auf jeden Fall viel hinter den Kulissen, was man nicht mitbekommt. Das auch stimmt. Viel Unschönes hinter den Kulissen. Und da hatte ich dann so einen Moment, wo ich halt so dachte so, oh, ey, voll schade, ich hoffe nicht, dass die wirklich so ist. So, weil ich dachte, oh, die hat so einen schlechten Tag. Und dann war ich so, ah, Jodi. Never meet your idols. Ja, ja, das war genau so ein Moment. Ich meine, jetzt weiß ich ja, du bist cool, so. Und ich mag dich auch voll gerne, weil wir uns ja jetzt nach langer Zeit dann wieder gesehen haben auf dieser Rooftop-Party da. Ja. Und da fand ich es ultra cool. Und das war für mich die große Erleichterung. Weil Jodi, boah, wie krass. Die ist voll chillig, hä? Die ist cool. So, deswegen habe ich auch gesagt, ich hätte dich gerne bei dieser Corner dabei. Ja. Weil ich einfach dachte, ey, das ist so, man versteht sich doch voll gut. So wie besser, als ich es eigentlich gedacht hätte. Ich kann mich auch noch an diesen Tag erinnern. Also ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall ein sehr stressiger Tag war, dass es viel Streit vorher gab und viel Chaos und was machen wir jetzt und weiß ich nicht was. Und das Leben war eh echt schwierig zu dieser Zeit, so einfach. Und ich erinnere mich daran, ich wusste nicht, dass du es warst, der da ist, aber ich erinnere mich daran, dass in diesem Haus Leute waren, die ich nicht kannte. Ja. Und die habe ich einfach komplett ignoriert. Ja, ja. Ich hatte keine Energie, um neue Leute kennenzulernen. Ich hatte keine Energie, um mich
so dir vorzustellen, wie ich es wollte, wie ich bin. Ich wollte einfach, am liebsten hätte ich vielleicht gegangen. Hast du auch, glaube ich, nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich. Also so, wir waren ja auch nur kurz da, es war ja nur kurz rein, dann haben die irgendwas gegessen oder irgendwas war. Und dann ich glaube, wir sind noch irgendwie rumgelaufen. Keine Ahnung, also, durch dieses coole Haus da, durch diese das Treppenviertel. Blankenese, genau, ja. Das war geil. Das war geil, da habe ich wieder bessere Laune bekommen. Genau. Und da haben wir dann das erste Mal gequatscht. Über Architektur haben wir dann gesprochen. Über Architektur haben wir geredet. Geil. Das war ganz süß. Ja, aber vorher muss ich mich dann entschuldigen. Es tut mir übelst leid. Ich hatte einfach keine Energie, um irgendwie mit irgendwem Neues zu bonden. Juli, das ist jetzt scheiße. Sag jetzt nicht, dass dir das leid tut, weil das ist jetzt das ist so lange her. Ja, aber warum denn nicht? Na, ich bin ja nicht sauer darauf. Ja, aber ich will, dass du weißt, dass meine damalige Jodie das nicht böse gemeint hat. Du bist eine Maus. Ja, das wollte ich nur wissen, dass du es weißt. Es ist alles vergeben und vergessen. Gut, danke. Ich weiß ja, es ist so, es ist schon vergessen, seit dieser Rooftop ist alles. Lustig. Nee, alles, ich hatte das super. Alles nicht mehr auf dem Schirm. Das ist so krass, wie so Momente, die man gar nicht selber so bewusst mitnimmt, voll das Bild von dir prägen in dem Leben von anderen. Also du hast ja jetzt ganz... Für mich hat es vielleicht ein ganz anderes Gewicht gehabt, weil ich dich als Person, so als öffentliche Person kannte, aber du mich natürlich nicht, weil damals war ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich gerade erst Twitch ganz frisch angefangen. Ich habe ja auch gar nichts geguckt. So, ich kannte nur die Leute, die ich kenne, weil ich die kennengelernt habe. So, ich habe nie was konsumiert. Wenn es 2017 war, dann habe ich da gerade angefangen. Ja? Ja. Und schon sitzt du bei Simon Unge. Erfolgsstory. Ja. Ey, das weiß ich auch immer nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist auch das, wo mich die meisten Leute fragen. So, wenn ich irgendwie auf Partys bin. So, oder wenn ich irgendwie unterwegs bin, weil ich bin ja jetzt nicht King of Currywurst oder riesig groß oder so. Aber die Leute sagen dann, ey Mann, wie kann es sein, dass du überall auftauchst? Aber so die breite Masse kennt dich gar nicht so krass. Mm. So, da gibt es ein paar, so die so Ghosts, die so unterm Radar, aber wir kennen die alle, die sind immer dabei, immer. Full. Ja. Ich überlege gerade, ob es ein weiteres Beispiel dafür gibt. So, aber mir fällt jetzt akut. Ich glaube, egal wen du sagen würdest, das würde die Leute nur beleidigen. Wir lassen es lieber. Mir fallen sofort so viele ein, aber die kann man alle nicht aussprechen. Ja, nee, ist richtig. Nee, dann lassen wir das. Lassen wir das besser. Dann lassen wir das. Was hast du zwischen...